Ja, moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zurück zum LS22. Ganz besonders du. Ja, ich meine dich da vorne. Ganz genau du. Schönen Dank, dass du dir mein Video anguckst. Lass einen Daumen da, wenn es dir gefällt. Denk dran. So, was habe ich gemacht? In der letzten Folge hatten wir die Ernte begonnen. Und ich habe jetzt den Drescher abgefahren, habe die Tandem-Anhänger hinten an Silo mit dran gestellt. Die brauche ich im Moment nicht mehr. Der 661 ist zwischengeparkt. Ich bin jetzt mit dem 478 unterwegs. Hab den Ladewagen hinten dran und wir wollen Stroh einsammeln. Jawohl. So. Let's go. Soweit ich das weiß, ist der Drescher noch nicht ganz fertig. Eieieiei, der Weg. So. Der 638 steht schon parat mit dem Tandem zum Abtanken. Da werden wir uns irgendwie mal dran vorbeimogeln. Genau. So. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Normalerweise senken. Jawohl, funktioniert. So, das sollte er eigentlich schaffen. Aber ich sehe, dass der Drescher gerade voll ist. Dann werden wir den jetzt gleich erstmal angehen. So, zack, genau. Und den Drescher eben abtanken. Ich habe sogar gesehen, es gibt tatsächlich sogar auch einen Mod, den ihr drauf machen könnt, damit, wenn ihr über euren Schwad fahrt, der Schwad eben verschwindet. Inwieweit das wirklich realistisch ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn ich über Schwad rüberfahre, dann drücke ich ihn zusammen. Ist jetzt auch nicht das Tollste. Ja, weil ich weiß, dass derjenige mit dem Ladewagen dann immer Spaß hat. Das ist aber meistens ja tatsächlich echt nur, dass du an einigen Ecken rüberfährst. Also wer tatsächlich die Spur direkt auf den Schwad drauf hält und den Schwad schön in den Acker reindrückt. Also wenn ich den Ladewagen fahren würde, würde ich den auch vom Schlepper ziehen. Und würde sagen, hör mal zu, mein Freund, dann kannst du dir mal jetzt schön die Forke hinten schnappen und dann kannst du das mal vom Acker pulen. Also das würde ich auch nicht feiern. Da bin ich ganz ehrlich. Was ich noch für einen Mod draufgeschmissen habe, ist diese realistischen Farben, also dass die Räder eben dreckig werden,
passend zu dem Untergrund, dass die Partikeltextur, die ihr jetzt von den Reifen abfallen seht, dass die die Originalfarbe haben und dass die Spuren auf dem Acker, dass die also auch eben Originalfarbe haben. Ich finde das ganz, ganz nice. Und dass er überhaupt eben Spuren auf dem Acker hinterlässt. Ja, finde ich ganz nett. So, dann wollen wir den mal wieder einfädeln hier. Und den Helfer das machen lassen. Und dann können wir in der Zeit weiter uns um Stroh kümmern. Ja, Moment, Moment, Moment. Verschwerbremse ist an, ja. So, hier mal auf 15. Müsste eigentlich einsammeln, ne? Ja. Gut, mach da. Ja, was soll ich euch sagen? Achso, ich will das jetzt mal ausprobieren. Hä? Ich will mal gucken, was YouTube dazu macht, aber... Ah, das wird nichts. Moment. Ich glaube... Wir dürfen nur das hier. Machen wir den mal rein. Ich glaube das, ne? Strom, das brauchen wir dringend für die Viecher wieder. Im Übrigen habe ich mir noch ein Feld besorgt. Da habe ich die Lona Mais drauf hauen lassen. Also da ist Mais fertig jetzt. Das will ich gucken, ob ich das in der nächsten Folge, das weiß ich aber noch nicht, wie weit ich vorankomme. Das ist ja wenigstens Musik, ja? Haha. Ob ich das schon in der nächsten Folge schaffe,
Das werden wir auf jeden Fall abhexeln. Ah, ich glaube, drüben Feld 4 ist fällig wie Robert. Macht einen guten Job, der kleine Vierer hier. Einzige, was mich stört, ist, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ah, und diese Anzeige. Die eine, die wird überschrieben von einer anderen. Ich weiß nicht genau, was das ist. Bin mir da echt nicht so richtig einig, was das sein könnte. Ich würde das schnell ausblenden dann. Ich mag das nicht, wenn so zwei Hats übereinander laufen. Und so viel zu viel wie Lumpe an Hand, was ich drauf habe. Oh. Ein bisschen in der Spur bleiben, Kollege. Los hier, wir suchen alle. Im letzten Eurotruck-Video habe ich festgestellt, dass ich am Lenkrad auch so einen Kurbelknauf drauf habe. Habe ich mir schon Zellen gemacht. Der muss unbedingt weg. Das sieht ja richtig Müll aus. Hier auf dem Schlepper geht das ja. Allgemein Radlader, Schlepper. Aber nicht im LKW. Gut, der Drescher ist auch wieder fast voll. Vor allen Dingen jetzt ist unser Ladewagen voll. Ich würde sagen, halten wir kurz an. Und genau, wenn der jetzt die Runde dreht, zack, dann haben wir das Rohr nicht in der Frucht und können besser abtanken. Oh Leute, ich weiß schon wieder, was ihr denkt. Ja, ich meine das Abtankrohr. Ja. So, lass mal bis zur Mitte fahren. So. Zack. Na? Und Gas. So, wir werden das Stroh jetzt
eben direkt oben zu den Kühen fahren. Upsala. Gleich hier durch. Jo, hier müssen wir abladen. Ja, das ist echt nur ein Tropfen auf einen halben Stein, ne? Ein bisschen. Na, sag nicht, wir hängen irgendwo. Ja, war ja klar, oder? Aber ich bin hingetreten. So, wir sind wieder raus. Übrigens, hier habe ich auch voll gemacht. Unsere Tankstelle hier auf dem Hof. Muss ich tatsächlich mit so einem kleinen Dieselanhänger die ganze Zeit hin und her fahren. Machen wir hier mal wieder aus. Dann will ich euch eben ganz kurz auf der Karte zeigen, was ich meine. Ah, er speichert mal wieder. Hier dieses Feld habe ich voll mit Mais. Das will ich auf jeden Fall häckseln. Ganz interessant, glaube ich, weil ich das dann in die Biogasanlage hinten fahren will. Zum, also für Silage, ne? Ist klar. So, dann haben wir den da. Genau, der ist fertig, wobei fertig ist ein bisschen was anderes, dass er, ja, er mag die Kanten nicht, er mag einfach die Kanten auf dem Sonderpier nicht. Das ist, ja, leider, leider. Aber nicht so wild, das können wir ja selber nachziehen. Ich finde, da gibt es jetzt Schlimmeres.
So. Dann wollen wir hier die Ecken auch noch bearbeiten. Natürlich lässt er den kleinen Streifen stehen. Mag das nicht und darum will ich das weg haben. Wir werden uns dann, glaube ich, mit dem 661 den Steinsammler vom Lona holen. Wir müssen, glaube ich, hier auf dem Acker wieder ordentlich einsammeln. So, dann werden wir den jetzt hier auf das nächste Feld schicken. Ich bin ja gespannt. Ich werde jetzt die Kante hier selber fahren. Weil ich glaube, das mag er nicht. Irgendetwas bremst ihn. Ich weiß, dass er mit dem Grubber schneller könnte. Ich glaube, ich habe wieder irgendwas rumgekaspert in der Automatik. Wenn das klassische Vorgewinde noch mal eben kurz machen. Ich weiß, das machen wir normalerweise zum Schluss. Aber der ist mir jetzt egal. So, dann rotzen wir jetzt den Helfer hier wieder rein. Ach, dann geht die Ernte auch weiter, ne? Was Mut hat Mut. War du bloß gerade aus da. Wollen wir mal eben den Drescher abtanken. Und dann könnte er auch weitermachen. So. Dazu muss der Motor laufen. Ja, ein bisschen haben wir noch was vor uns. So. Dann kann er weitermachen und ihn können wir dann erstmal beiseite stellen wieder. Ja, dann wäre im Endeffekt jetzt das nächste wieder den 478 zu holen, um das Stroh weiter einzusammeln. Aber ich würde sagen,
hier an der Stelle machen wir dann mal für heute wieder Schluss. Ihr seht, die Ernte geht weiter und wir haben noch viel vor uns. Vor allen Dingen das mit dem Mais häckseln, das wird eine lustige Sache. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise gucken, ob ich dem Häcksler was hinten dran hängen kann. Wird auf jeden Fall der Lohner machen, weil ich habe keinen Häcksler. Und der Lohner hat auf jeden Fall im Nachbardorf einen Häcksler. Dann hat der Lohner... Ah, wir müssen die Kartoffeln noch machen. Stimmt. Bevor wir den Mais machen, müssen wir die Kartoffeln rausholen. Der Lohner steht schon bereit. Er wartet eigentlich nur noch auf die Drehschimmel und so weiter zum Abfahren. Deswegen wollte ich hier die Ernte fertig machen. Also, nächste Folge Kartoffelernte. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Dann sage ich in diesem Sinne, Leute, haut da rein, bleibt gesund. Daumen hoch, nicht vergessen. Ich bin für heute raus. Ciao.